Ein alter Raumhelm. So etwas haben wir wirklich noch vor 1000 Jahren getragen. Wie wir da rumgelaufen sind. Aber damals war das eben Mode. Mein Putzroboter. Ich habe ihn Schweinchen getauft, weil er all das frisst, was auf den Boden fällt. Leider auch die Sachen, die versehentlich zu Boden fallen. Da hilft dann nur die Reverse-Taste. Und das ist eine echte Sauerei. Bei meinem letzten Besuch eines Teehauses in meiner Holo-Suite hat der Tee so geschmeckt, wie Guckys Füße riechen. Seitdem habe ich keine Lust mehr auf Holo-Urlaub. Mein letztes Feuerzeug. Ein Geschenk von Bully. Meine Güte, was haben wir geraucht damals? Solar. Über 1500 Jahre lang war das die Währung des Solaren Imperiums. Die aktuelle Ausgabe meiner Romanheftserie. In der Realität sehen die Dinge leider ein bisschen anders aus, als es sich diese Romanautoren so vorstellen. Das ist mein Infoterminal mit den gesamten Neuigkeiten des Tages. Es gehört aber leider zu einer meiner Schwächen, dass ich mich viel zu wenig um diesen ganzen Verwaltungskram hier kümmere. Aber da ist eine Holo-Nachricht von Mondra. Hallo Perry, ich habe leider nicht deine Nerven, dass du auch nie erreichbar bist, wenn man dich sprechen will. Pass auf, ich habe in letzter Zeit einiges Beunruhigendes im Zusammenhang mit der Benefizausstellung erfahren, die ich im Tora-Museum auf Titan einrichte. Ich treffe mich gleich mit Bully auf der Terrasse. Es gibt da etwas im Zusammenhang mit Martel, was er mir vielleicht erklären kann. Aber es wäre mir lieber, wenn du dabei wärst. Vielleicht schaffst du es ja. Und wer nicht da war, war ich. Ich will nur hoffen, dass dir nichts passiert ist. Aber was haben Martel und Bully damit zu tun? Moment, da ist auch eine Nachricht von Martel. Perry, ich würde dich gerne recht bald unter vier Augen sprechen. Am besten bei mir im Robotiklabor in der Warringer Akademie. Es geht um eine neue Technologie, die wir entwickeln und von der ich nicht möchte, dass sie in falsche Hände gerät. Näheres erfährst du, wenn wir uns sehen. Okay. Es sieht nicht so aus, als ob es einen Zusammenhang zwischen dieser neuen Technologie und Mondras Entführung gibt. Aber ich habe schon seit Monaten nichts von Martel gehört, sodass ich doch zumindest mal nachfragen will. Kontakt, Aimo Martel. Die Nachrichtensperre wurde aktiviert. Alle ausgehenden Leitungen sind bis auf Weiteres gesperrt. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Der Residenzminister bedankt sich für dein Verständnis. Jetzt kann ich nicht mal mehr mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Bully hat einiges gut zu machen, wenn er mir wieder in die Quere kommt. Meine Positronik. Lao C, der größte Rechner auf Terra. Er verfügt über die umfangreichste Datensammlung der Galaxis. Hier kann ich über alles und jeden Nachforschungen anstellen.
Die aktuelle Ausgabe meiner Romanheftserie. In der Realität sehen die Dinge leider ein bisschen anders aus, als es sich diese Romanautoren so vorstellen.
Die Tür zu Bullies Büro ist natürlich auch zu. Aber vielleicht finde ich ja da drinnen etwas, das mir weiterhilft. Das ist Adlans Büro. Er ist mal wieder unterwegs, um unsere Galaxie zu retten. Seine Tür hat wohl auch etwas abbekommen. Die Trümmer und Scherben der Globosphäre. Das muss ein beachtlicher Einschlag gewesen sein, dass diese Kugel aus... Das ist Gookies Büro. Gookie ist nicht da, aber seine Tür scheint beim Angriff beschädigt worden zu sein. Wie soll man denn hier etwas finden? Bully ändert sich wohl nie, egal wie viele Putzroboter er in Beschlag nimmt. Bullys Putzroboter. Armes kleines Kerlchen, hier gibt's eine Menge zu tun. Eine Fernbedienung, wie sie Bully immer benutzt. Vielleicht kann ich die noch gebrauchen. Die Marco Polo. Unser erstes Ultraschlachtschiff der Trägerklasse. Damals noch mit dem neu entwickelten Demi-Sexta-Triebwerk. Wie viele Expeditionen habe ich damit gemacht? Ah, wie sehr ich diese Blues-Schiffe hasse. Wenn die aufgetaucht sind, gab es nur Ärger.
Bei dem hier fehlt ein Stück. Da steht nur Lerchi-I. Lerchi-I. Irgendetwas sagt mir dieser Name. Dieser Omniträger der Entdeckerklasse. Sieht aus wie die Leif Erikson. Tatsächlich. Schön, mein erstes Flaggschiff unter Bullis Modellen zu finden. Bullis Passwort. Soweit ich weiß, wechselt er es andauernd. Meistens benutzt er dafür den Namen eines seiner Raumschiffmodelle. Aber welchen? Bullis Passwort. Soweit ich weiß, wechselt er es andauernd. Meistens benutzt er dafür den Namen eines seiner Raumschiffmodelle. Aber welchen? Die Stardust. Mit ihr hat alles begonnen. Die Stardust. Mit ihr hat alles begonnen. Resident, das ist der erste Tag in meinem Leben, an dem du mir begegnest. Und dann gleich so häufig. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Oh je, Steuerungstechniker. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Am besten fragst du den Hangarwart da drin. Der kann dir da sicher weiterhelfen. Martel, ist das nicht eine Comicreihe? Sorry, aber ich weiß nicht, wen du meinst. Tut mir echt leid, aber ich bin nur Bioniker. Die scheinen nicht gerade leichtes Geschütz aufgefahren zu haben. Taritzstahl ist ja kein Brötchen. Resident, wie kann ich dir diesmal helfen? Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich bin kein Positroniker. Ich habe leider nicht studiert, um diesen großartigen Konstrukteur für Robotik kennenzulernen. Mit dieser Fernbedienung scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Ah ja, zeig mal her. Eigentlich nur eine Kondensatorspule verrutscht. So, ist so gut wie neu. Mondras Gleiter. Na, wenigstens etwas. Ich wusste gar nicht, dass sie dafür einen eigenen Hangar hat. Sir, dieser Gleiter darf zurzeit nicht benutzt werden. Weißt du nicht, wer ich bin? Durchaus, Sir, aber ich habe meine Order. Der Luftraum über der Residenz ist nicht sicher. Schöner Ausblick über Terrania. Ganz schön windig hier. Das ist Guckys Büro. Gucki ist nicht da, aber seine Tür scheint beim Angriff beschädigt worden zu sein. Das ist Adlans Büro. Er ist mal wieder unterwegs, um unsere Galaxie zu retten. Seine Tür hat wohl auch etwas abbekommen.
Dieser Kraftfeldstabilisator für den Schutzschirm der Residenz ist ebenfalls getroffen worden. Die Angreifer wussten genau, worauf sie zielen mussten. Fragt sich nur, woher sie die Informationen dafür hatten. Schöner Ausblick über Terrania. Ganz schön windig hier. Die Trümmer und Scherben der Globosphäre. Das muss ein beachtlicher Einschlag gewesen sein, dass diese Kugel aus Gammaglas zerborsten ist. Hallo Perry Rodan. Willkommen in der Solaren Residenz. Ich bin eine Projektion unseres Residenten Perry Rodan. Hier siehst du die wichtigsten. Gott sei Dank ist er stillgelegt. So ein Angriff hat manchmal auch seine guten Seiten. Thank you.
Präsident Rodan. Du hattest nach mir rufen lassen. Bist du der Techniker, der kommen soll, um die Positronik wieder in Gang zu bringen? Ja, entschuldige meine Verspätung, aber das ist zurzeit das reinste Chaos. Es hat vielleicht gedauert, bis ein Shuttle frei wurde, das mich zur Terrasse fliegen konnte. Dann sind die Transmitter immer noch defekt. Ein Einschlag hat wohl dazu geführt, dass die Biokomponente der Hauspositronik unter Verwirrung leidet. Ein Teil ihrer Informationen scheinen geloopt. Eigentlich eine Kleinigkeit. Aber mit der Sicherheit und den Kontrollen überall. Kannst du das wieder in Gang setzen? Ich weiß nicht, ob ich mit den Systemen da unten vertraut bin. Ist immerhin nur die Überbrückungselektronik. Seit der Erbauung hat die niemand mehr benutzt. Die Technologie könnte veraltet sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Resident, du kannst die Terrasse nicht betreten. Es gibt noch eine Reihe von Interferenzfeldern, die erst beseitigt werden müssen. Außerdem liegen noch überall äußerst sensible Anti-Schirmkapseln rum. Wofür wurden die benutzt? Wir nehmen an, dass damit Mondras Schutzschirm zum Zusammenbruch gebracht wurde. Sie ist eine hochtrainierte Spezialagentin und weiß sich zu verteidigen. Aber ohne ihren Individualschirm war sie gegen die Überzahl der Angreifer machtlos. Ja, und wer waren ihre Angreifer? Darüber kann ich dir momentan keine Auskunft erteilen. Ich muss dich bitten, die Terrasse wieder zu verlassen. Du hast deine strikten Order, ich weiß. Mondras Büro. Seit unser gemeinsamer Sohn DeLorean nicht mehr bei uns ist, waren wir eigentlich nur noch gute Freunde. Doch seitdem ich weiß, dass sie in Gefahr ist, haben sich meine Gefühle für sie geändert. Die Trümmer und Scherben der Globosphäre. Das muss ein beachtlicher Einschlag gewesen sein, dass diese Kugel aus Gammaglas zerborsten ist. In dieser Globosphäre konnte man die gesamte Milchstraße sehen. Sieht nicht so aus, als könnte man die noch reparieren. Oh, endlich jemand Kompetentes. Tamira Sakrahan, die erste Terranerin. Vielleicht kann sie mir hier raushelfen. Perry, du lebst noch? Wie schön. Sollte ich nicht? Was? Leben. Die Lage ist zu ernst für alberne Scherze. Was weißt du? Nicht viel. Der Schutzschirm von Terrania wurde partiell deaktiviert und ferngelenkte Roboter haben die Residenz angegriffen. Wie konnte das passieren? Das versuche ich ja herauszufinden. Die Situation für mich als erste Terranerin ist nicht gerade angenehm. Beim letzten Angriff auf die Residenz vor gerade mal 4 Jahren ist schließlich mein Vorgänger... Das habe ich nicht vergessen. Maurenzi war mein Freund. Da liegt es doch nahe zu fragen, wer diesmal die Zielscheibe ist. Sie haben Mondra entführt. Das tut mir leid. Was gedenkst du zu tun? Ich kann nichts tun. Bully hat mich hier quasi eingesperrt und treibt sich, wer weiß worum. Bully hat seine Machtkompetenzen gegen dich benutzt? Das hoffe ich nicht. Perry, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Tamira, warte! Was sollte denn das? Haben sich heute alle gegen mich verschworen oder was? Ich habe dafür gesorgt, dass sie die erste Terranerin überhaupt wird und dann lässt sie mich hier so hängen. Was geht hier vor zum Henker?
Achtelfinale vom Kolonialcup. Das muss man sich mal vorstellen. Ich möchte nur wissen, wann Sie den Trainer endlich feuern. Ach, gut, dass du kommst. Gerade wollte ich dich suchen gehen. Was gibt es? Wie ich es vermutet hatte, ist der Code heutzutage halt sehr unüblich. Ich kann da leider nichts machen, solange ich den nicht kenne. Was denn für ein Code? Ach, die biopositronische Komponente des Gebäudes benutzt einen veralteten Algorithmus, den ich nicht kenne. Ach ja? Aber wenn die Positronik mit der Biokomponente in Verbindung steht, dann ist sie ja auch gleichzeitig Teil der Konstruktion. Am besten fragst du den Konstrukteur der bionischen Baukomponenten, Ulan Soso. Soweit ich weiß, lebt er noch. Und für dich als Resident sollte es ein leichtes sein, ihn zu sprechen. Tja, theoretisch schon. Aber unter den gegebenen Umständen... Aber vielen Dank für den Hinweis. Also, Resident, was kann ich für dich tun? Hilft dir das vielleicht weiter? Ach so, na das erklärt einiges. Swoonsche Omega Dezimal Minuskeln. Jetzt braucht es nur ein bisschen Zeit und die Kreise schließen sich wieder. Resident, das ist der erste Tag in meinem Leben, an dem du mir begegnest. Und dann gleich so häufig. Schade, dass die Umstände so unglücklich sind. Das sieht aus wie ein Code. Solange das aber kein Gencode ist, kann ich damit leider gar nichts anfangen. Oh je, Steuerungstechniker. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Am besten fragst du den Hangarwart da drin. Der kann dir da sicher weiterhelfen. Kann ich mir die mal ausleihen? Selbstverständlich, Resident. Im Moment brauche ich sie nicht. Aber später hätte ich sie dann schon gerne wieder. Klar, selbstverständlich. Nee, das wird so nichts. Naja, man kann's ja mal probieren. Aber, nein. Geht nicht. Was nicht passt, passt nicht. Das kann doch nicht funktionieren. Nee, das wird so nichts. Nee, das wird so nichts. Achtung, Achtung! Höchste Gefahrenstufe. Das ist keine Übung. Bitte begeben. Nicht wirklich passend. Nicht wirklich passend.
Das ist Guckys Büro. Gucki ist nicht da, aber seine Tür scheint beim Angriff beschädigt worden zu sein. Der Gesang ist ja wirklich sirenenartig. Ich weiß gar nicht, wie Mondra das aushält. Wahrscheinlich ist sie deshalb so selten hier. Wie soll das denn gehen? Da, wo das Türschild sein sollte, ist nur eine Wölbung zu sehen. Man bräuchte Röntgenaugen, um die Zahlen lesen zu können. Mondra hat ihre eigene Auffassung von Privatsphäre. Ganz schön eitel. Mal sehen, ob die Brille hält, was der Bioniker verspricht. Oh, wie ich es mir gedacht habe. Unter der Wölbung ist tatsächlich Mondras Zimmernummer. 256. Oh, eine Lunchbox. Ich dachte erst, das wäre sein Werkzeugkasten. Entschuldige bitte, aber brauchst du noch lange? So lange, wie es dauert. Ich bin in der Gewerkschaft. Ist das eine Drohung? Ich habe heute schon genug Ärger. Ich sage dir ja auch nicht, wie du deinen Job zu machen hast. Ich tue, was in meiner Macht steht. Haben sich heute eigentlich alle gegen mich verschworen? Seit sich Mondra für Archäologie interessiert, wird dieses Regal auch immer voller.
Mondra scheint da etwas wirklich sehr Wichtiges drin aufzubewahren, wenn sie sogar illegale militärische Schilde einsetzt. Mondras fleischfressende Bestie. Soweit ich weiß, zersetzt ihr Sekret selbst Knochen. Keine Ahnung, womit man sie besänftigen kann. Bei Mondra hört sie aufs Wort. Mondras fleischfressende Bestie. Soweit ich weiß, zersetzt ihr Sekret selbst Knochen. Keine Ahnung, womit man... Mondras fleischfressende Bestie. Soweit ich weiß, zersetzt ihr Sekret selbst Knochen. Keine Ahnung, womit man sie besänftigen kann. Bei Mondra hört sie aufs Wort. Mondras fleischfressende Bestie. Soweit ich weiß, zersetzt ihr Sekret selbst Knochen. Oh, Zurg fliegen. Oh, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Mondra hat mir bei einem unserer letzten gemeinsamen Abendessen auf der Terrasse erzählt, dass sie die Viecher dort oben in den Blumenkübeln züchtet. Resident, das Terrain ist immer noch nicht gesichert. Ich muss dich bitten, die Terrasse wieder zu verlassen. Kann ich meine Thermoscan-Brille bitte wiederhaben? Ich komme ohne die nämlich nicht weiter. Na klar, aber ich könnte sie gut gebrauchen. Kann ich sie dir vielleicht abkaufen? Abkaufen? Im Moment brauche ich sie selber. Danach lässt sich über einiges reden.